Siegfried Haller, dem Leiter des Amtes für Jugend, Familie und Bildung in Leipzig, wird von der Internetplattform Froni Plug Wiki vorgeworfen, dass er bei seiner Doktorarbeit aus dem Jahr 2003 abgeschrieben habe. Von den bisher 100 überprüften Seiten sei gut die Hälfte als Plagiat bewertet worden. Im ersten Teil habe ich eine kurze theoretische Einführung gemacht und in dieser theoretischen Einführung auch Arbeiten zitiert und zum Teil wörtlich übernommen, nach meinem Eindruck nachvollziehbar wörtlich übernommen, und höre heute, hier fehlt das genaue Zitat. Ich bin damals nicht aufgeklärt worden, was wissenschaftliche Standards sind, müssen Sie wissen. Das ist nicht erfolgt. Ich habe aus meiner eigenen Studienzeit in den 70er Jahren, habe ich das nach bestem und Wissen und Gewissen gemacht. Siegfried Haller räumte außerdem ein, dass er für die wissenschaftliche Arbeit die Verantwortung trage und Fehler darin möglich seien. Dem Plagiatsvorwurf wird derzeit durch zwei Gutachter der Universität Halle nachgegangen, welche die Doktorarbeit prüfen.